Hi, ich bin Brain oder einfach nur Yannick und wir haben heute ein kleines Horror-Game hier vor uns und falls ihr Spiele mögt, wie I'm Scared, sprich Spiele oder Pony Island, die kann ich euch beide sehr, sehr ans Herz legen, die sind auch in der Beschreibung verlinkt, die so ein bisschen die vierte Wand durchbrechen und mit dem Spieler reden, weil sie wissen, dass sie ein Spiel sind, dann wird euch dieses Spiel hier, A Dark Place, heute sehr gefallen. Wir haben ja auch direkt eine Readme-Datei. Xur Studios hat dieses Game gemacht und er hat direkt geschrieben, thank you for playing. Falls man es zurücksetzen will, einfach Q drücken. Wir starten jetzt mal das ominöse Spiel und schauen mal, wohin es uns führt. Ich bin sehr gespannt. 1080p High Quality, ab geht die Fahrt. Selbst das Play-Game sieht schon abgefuckt aus. Let's rockety rock. So viel ich mitbekommen habe, kann das Spiel sogar den PC herunterfahren. Dementsprechend, ich hoffe, diese Aufnahme wird etwas. Wenn ihr es jetzt gerade auf YouTube seht, hey, es ist was geworden. Dann könnt ihr jetzt ja schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Danke. Dark Place. Play. Ab geht die Fahrt. This game features autosaving. Ja, das ist doch großartig. Wenn man kein Problem haben muss und immer einen Speicherstand am Start hat, ey, danke. Danke, Bruder. Wirklich. Das ist echt nett von dir. Okay, Boden. Oh Gott. Oh, ey, ich habe so lange kein Horrorgame mehr gespielt, Freunde. Oh, Scheiß. Ah, ich bin jetzt schon am Sweaten. Ohne, dass irgendwas geschehen ist. Okay. Musicbox. Klingt ja jammed. Okay. Okay, hier wird geklopft. Moini. Okay. Alright. Yeah. Ich glaube, hier möchte jemand rein. Nur eine Idee. Ich weiß nicht. Ich glaube. Holy fuck. Ah. Ah. Die Tür ist es dann wohl, hä? Huh? Jammed. Ay. Moin, Mickey Maus. Hi. Hi. Hat auf jeden Fall I'm Scared Vibes. Selbst das Gesicht erinnert mich sehr daran. Alright. Der Baum des Lebens. Main Lobby. Okay, der Hauptsaal. Das ist ja großartig. Ich freue mich. Okay. Hier haben wir vier Stelzen vor diesem Baum des Lebens, wo Dinge drauf müssen. Und da ist Raum 1. Dementsprechend wird es vielleicht vier Räume geben. I don't know. Kapitel Nummer 1. Angst. Fear. Und warum ist da oben Käfer? Nobody knows. Also ich muss ehrlich zugeben, vor einer Lokomotive habe ich jetzt nicht so viel Angst. Naja, vielleicht gibt es Leute, die Angst haben vor Lokomotiven. Es gibt verschiedene Räume. Hier. Listen for the train to pass when behind a door. Dürfen wir von dem nicht erwischt werden, oder wie? Der überfährt uns dann vielleicht. Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Sind wir gerade in den kleinen... Ah! Wir haben eine von zwei Knöpfen gedrückt, die, denke ich, wichtig sind. Okay. Geht's hier auch irgendwo hin? Ein Stuhl. Warum würde hier ganz alleine ein Stuhl stehen? Das ist super creepy, Mann. That's some fucked up shit, man. Ich würde sagen, er ist gerade vorbei. Ich glaube, wir sollen halt nur aufpassen, weil der uns überfahren kann, der Zug. Ich glaube, das ist das Problem mit dem Ding. Deswegen sollen wir hören, ob der Zug da ist, weil sonst überfährt er uns und das wäre halt doof. Weil wer will schon von einem Zug überfahren werden? Not me. Okay, der saust hier ganz schön schnell vorbei. Irgendwie wirkt der Boden nicht so ganz sicher. Ich weiß nicht, was es ist. Die Angst ist durchaus vorhanden. Solche Pixel-Art-Games sind halt auch immer dafür prädestiniert, dass die ganze Zeit nichts passiert und dann hackt er dir in den Arsch oder so. I don't know. Dinge passieren dann, die nicht schön sind und gruselig. Und why? Ich weiß nicht, ob wir überhaupt da vorne hingehen sollten. Weil ich meine, ich habe eigentlich alles erkundet und ich habe beide Schalter gedrückt. Vielleicht muss ich gar nicht den Weg gehen. Vielleicht war das der Bad Way, den man eh nicht hätte nehmen sollen.
Hey, ich wurde noch nicht überfahren. Heute ist ein guter Tag, oder Freunde? Hey! Oh, ich hab ohne What? Found you. Okay, hi. Okay, du hast mich gefunden, ja! In Ordnung. Game over. Wie? So schnell jetzt schon? Es ging aber fix. Wieso hast du mich gefunden? Ich hab mich doch so gut versteckt. Hell yeah. Hast du gerade gelacht, weil ich meinen Daumen gezeigt habe? Because that's not cool, man. Don't do this, please. Das ist übrigens das, was wir nicht mitbekommen haben. Das wäre in der anderen Seite gewesen. Ich glaube, es war ganz gut, dass ich da nicht langgelaufen bin, weil ich glaube, ich habe mir jetzt gerade ich habe es verkackt. Ich hätte da nicht hingehen sollen. Das war so ein einfaches Biepen, aber es hat mein Herz so richtig zum Ich werde angerufen oder so. Scheiß Klingelton. Mach nicht diese. Das war echt ein scheiß Klingelton. Bruder, änder den mal beim nächsten Mal. Danke. Voll nett. So, jetzt sind wir auf dem gleichen Stand. Die Tür ist offen. Für die andere Tür, wo wir noch reingehen können, brauchen wir einen Schlüssel, den wir nicht gefunden haben. Ich hoffe, dieses weirde Piepen kommt nicht nochmal zurück. Because that's fucking terrifying. So, er sollte vorbei sein. Nice. Und jetzt können wir hier hinein. Und haben Schlüssel. Hey, I've got the key to infinity. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon vor dem weglaufen sollten, ob der Zug jetzt von den Gleisen abkommt und uns einfach jagt. Anscheinend nicht. So, hier ging es jetzt mit dem Schlüssel rein. Woo! Die Musik im Hintergrund hat die ganze Zeit so andere Nuancen. Oh, Blumen! Wow! That's beautiful, man! That's utterly beautiful. Oh, was haben wir hier? Ein Bild. Key obtained. Obtained, wahrscheinlich. Obtained! I am German, if you didn't know. Er fährt gerade vorbei. Müsste jetzt weg sein. Die Spannung steigt. I love watching you. Ey, danke, Mann. Meine YouTube-Videos dauern. Ey, ich mach's auch schon 8 Jahre. Ey, ich steck da richtig Herzblut rein. Danke, dass du immer zuguckst, Mann. Bruder, bist der beste Fan. Hey. Danke. I love watching you. That's nice. Okay. Ja. I'm still here. What is happening? Ha. What the actual fuck? Okay. Apparently this is happening. Tod. Da steht tot. Hahaha. Ich weiß nicht, ob meine Aufnahme noch läuft. Wenn die noch läuft, wäre großartig gerade. Aber ich weiß nicht, in welchem Modus ich mich gerade befinde. Weil ich sehe gar nichts mehr. Und hier ist irgendwie ein Bild. Ist das Bild irgendwie auf dem... Da passiert doch irgendwas. Nightmare
means, was? Oh, play? I don't, nightmare, Mans to play. Wants to play. Wants to play. Nightmare wants to play. Ja, das ist ja schön. Ich wäre auch voll am Start, so, Bruder. Wenn du mir irgendwie was zurückgibst, was ich machen kann, ist es okay, wenn ich das schließe? What is happening? What the actual fuck? Ich glaube, ich hätte da noch was finden müssen, oder? Ja. Okay. Hilfe? Nightmare wants to play. Ich glaube, ich hätte das nicht zumachen dürfen. Oh, mein OBS ist anscheinend tatsächlich noch on. Ich sehe es. In meinem Moment. Ich hole mir alles zurück, Freunde. Ich ergreife meinen PC zurück. Ich bin wieder da. Freunde, ich bin zurück. Es ist noch nicht vorbei. What the fuck? Ja. Alright. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, da jetzt wieder doppelt drauf zu klicken. Wenn ihr sehen wollt, dass ich da jetzt nochmal doppelt draufklicke, lasst einen Daumen nach oben da. Dann mache ich das vielleicht. Schreibt jetzt auch gerne in die Kommentare. Yannick, drück da jetzt drauf, du verrückter Hund. Schreibt das in die Kommentare. Mach das. Dann drücke ich da drauf. Aber auch erst dann. Hoffentlich schreibt ihr das nicht.